Von SA1, Europa Willisar, die Verkehrslage. Baden-Württemberg, die A5 Basel in Richtung Karlsruhe, zwischen Appenweier und Achern 10 Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Umleitungsempfehlung ab Appenweier, über die U27 bis Achern ausweichen. A8 Stuttgart in Richtung Karlsruhe, zwischen Karlsbad und dem Dreieck Karlsruhe, 2 bis 3 Kilometer Stau wegen einer Baustelle. SA1, Europa Willisar. Die Top 75. Die deutsche Verkaufshitparade ermittelt von Media Control. Zu hören jeden Mittwoch in dieser Stunde ab 19.05 Uhr auf SA1 Europa Willisar. Am Mikrofon Wolfgang Hellmann. Wir haben einiges zu bieten heute. 8 Neuzugänge. Und auf jeden Fall die Nummer 1. Als dann fangen wir an ganz unten. Trouble mit Heaven 17, die Position 75 heute. Und wir kommen bei der Position 74 zum ersten Neuzugang in der heutigen Sendung. Der Interpret heißt Michael Stein und sein Titel Ich hab dich lieb, die neue 74. Thank you.
Das war er, der Neuzugang 1 in der heutigen Ausgabe der deutschen Verkaufshitparade, Michael Stein mit dem Titel Ich hab dich lieb. Von 0 auf die 74. Party Girl von Grace Jones, die Position 73 und Frankie Goes to Hollywood mit Watching the Wildlife auf 72. Manhattan Skyline von Aha, die 71 und die Communards mit You Are My World in der 87er Version auf Position 70. Und hier ist nun der Neuzugang 2. Zugleich auch der zweite Platz der nationalen Vorentscheidung zum Grand Prix. Wir alle kennen das Werk. Maxi und Chris Garten mit dem Titel Frieden für die Teddybären. Neuzugang 2 von 0 auf die 69. 1989 sprang der letzte Teddybär aus dem Fenster eines Kinderzimmers im 13. Stock. Im gleichen Jahr erreichte der Verkauf von Kinderkriegsspielzeug einen neuen Rekord. Heiße Schlacht. Und Chris Garten mit dem Titel Frieden für die Teddybären. Lady of Ice von Fancy, die 68. Down to Earth von Curiosity Killed the Cat auf 67. Jack Your Body von Steve Silk Hurley auf 66. Reality von Richard Sanderson, die 65. Und Heartache Away mit Don Johnson auf Platz 64. Now That You're Gone von Joe Cocker, die Position 63. Aber die Liebe bleibt von Nana Mouskouri auf 62. Elektrika Salsa von Off die 61 und die House Martins mit Sheep auf Position 60. Und hier ist nun ganz genau um 19.15 Uhr unser dritter Neuzugang für heute. Von 0 auf die Position 59. Aus England die Christians mit Forgotten Town. Don't laugh or live in, when there's no time.
Forgotten Town mit den Christians, Neuzugang 3, unsere Position 59 in der deutschen Verkaufshitparade. Swing Out Sister und Surrender die Position 58. Someday von Glass Tiger immer noch dabei auf der 57. The Right Thing von Simply Red die 56. Und Tina Turner mit What You Get Is What You See die Position 55. Und hier ist nun unser Neuzugang 4, ein Top-5-Titel aus Amerika. Von 0 auf die 54. Zugleich die neueste Singleplatte von Janet Jackson, ein bisschen ruhiger diesmal. Let's Wait a While, Neuzugang 4. Oh,
Das war Janet Jackson mit unserem Neuzugang 4:0 auf die 54. Janet Jackson und Let's Wait a While. I Knew You Were Waiting, die 1 aus Amerika, in Deutschland notiert auf 53, Aretha Franklin und George Michael. Miami Vice, Thema-Musik von Jan Hammer auf 52. Loving You Is Sweeter Than Ever von Nick Kamen, die 51. Mad Idiot von Wolfgang Niedecken und Komplizen auf 50. Big Time von Peter Gabriel auf 49. It Doesn't Have to Be von Erasure, die Position 48. Mehr von dir, neue Singleplatte von Niki auf 47. Rockets Theme, Musik aus Miami Vice mit Jan Hammer auf 46. Vielleicht irgendwann mit Juliane Werding auf 45. Heat of the Night mit Bryan Adams, die 44. Und Caravan of Love mit den House Martins, die Position 43. Und nun kommen wir zu unserem Neuzugang 5 in der heutigen Sendung von 0 auf Platz 42. Eine Platte, ja, da muss man sagen, sie hat sehr, sehr lange gebraucht, um in die deutsche Verkaufshitparade einzusteigen. Jetzt hat sie es geschafft. Wir haben uns immer gewundert, warum nicht, aber bitte, es ist soweit. Die Beastie Boys, Fight for Your Right.
SA1, Europa Wille Saar, Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns zurzeit nicht vor. Hier ist das Kraftpaket auf SA1 Europa Wille Saar. Am Mittwoch in der zweiten Stunde ab 19.05 Uhr mit der deutschen Verkaufshitparade der Top 75. Ermittelt von Media Control. Am Mikrofon Wolfgang Hellmann. Und dies eben war unser Neuzugang 5 von den Beastie Boys. Fight for your right. Neu dabei, unsere Position 42. Clowns und Helden mit dem Titel Ich liebe dich, die Position 41. Changing Minds von 16-Bit auf 40. Stone Love von Kool & The Gang, die Position 39. Und die Münchner Freiheit notiert auf der Position 38 mit dem Titel Herz aus Glas. Jetzt ganz genau um 19.30 Uhr unser Neuzugang 6. Von 0 auf die Position 37. Und das ist der Siegertitel der nationalen Vorentscheidung zum Grand Prix. Wir alle wissen, die Gruppe Wind gewann diese Vorentscheidung, wird uns dann auch vertreten bei der internationalen Ausgabe dieser Sendung. Hier also neu dabei in der deutschen Verkaufshitparade Wind mit dem Titel Lass die Sonne in dein Herz. Position 37. Lass die Sonne in dein Herz, die Gruppe Wind, neu dabei auf der Position 37, zugleich unser Neuzugang 6 für heute. I Love My Radio von Taffy, die Position 36. Sign of the Times von Prince, die 35. Dominoes, neue Single von Robbie Neville auf 34. Great Petite von Jackie Wilson auf der 33. Tonight, Tonight, Tonight von Genesis, die Position 32. Und auf Platz 31 Level 42 mit Running in the Family. Und hier ist der Neuzugang 7, von 0 auf die Runde 30.
Hot Chocolate und Everyone's a Winner. Zugang 7, Hot Chocolate und Everyone's a Winner, die Position 30. Horizont von Udo Lindenberg auf 29 und Andreas Martin mit Du bist alles, Maria Maria auf 28. Ever Fallen in Love von den Fine Young Cannibals auf 27 und Freddie Mercury mit The Great Pretender auf 26. Und bevor wir zum Top-Einsteiger der heutigen Sendung kommen, erstmal ein Top-Aufsteiger. Am letzten Mittwoch notiert auf 44, heute nach oben auf die Position 25. Hier ist David Bowie, Aufsteiger der Woche mit Day In, Day Out, Stay In, Stay Out. We'll be right back.
Das war der erste Aufsteiger der heutigen Sendung. Day in, day out von David Bowie von 44 nach oben auf die Position 25. Heartache von Pepsi & Shirley, die Position 24. Und jetzt kommen wir zum Neuzugang 8 von 0 auf die 23. Zugleich der Top-Einsteiger der heutigen Sendung. Top 75. Top-Einsteiger der Woche. Das Ganze heißt Italo Bootmix Volume 8, also Folge 8. Und da hatten wir ja vor Wochen schon einmal die Folge 7 für viele, viele Ausgaben in der deutschen Verkaufshitparade. Hier also die neueste Mischung großer Interpreten aus Italien. Italo Bootmix Volume 8. Diverse Interpreten von 0 auf die 23. Ba, 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 ba. Aha, aha. Kannst ja die Trompeten mal mit einstarten.
Italo Bootmix, Folge 8 von diversen Interpreten, von 0 auf die 23. Unser 8. Neueinsteiger, zugleich der Top-Einsteiger der Woche. Call It Love von Yellow, die Position 22. Coming Around Again, Musik aus dem Film Heartburn mit Carly Simon, die 21. When a Man Loves a Woman mit Percy Sledge auf 20. Und die 19 kommt von Mix Emotions und heißt Bring Back Shanana. Week in the Presence of Beauty mit Alison Moyet auf 18. I Just Can't Wait mit Mandy, die 17. Und You Want Love mit Mixed Emotions, die 16. I Come Undone von Jennifer Rush auf 15. Und wir haben jetzt einen weiteren Aufsteiger anzubieten. Letzten Mittwoch auf 20. Heute nach oben auf die 14. Club Nouveau und Lean on Me. Das war die neue Position 14. Lean on Me vom Club Nouveau. Live It Up von Mental as Anything, die Position 13. With or Without You von U2 auf 12. You Sexy Thing mit Hot Chocolate auf 11. Don't Break My Heart von Dan Harrow, die 10. Everything I Own mit Boy George in dieser Woche auf Platz 9. Stay mit Bonnie Bianco und Pierre Cosso auf 8. Face Your Life mit Pierre Cosso im Alleingang auf 7. Und Stand By Me Super Oldie von Benny King auf Platz 6. Die Top 5. Die meistverkauften Platten der Woche. Die ersten 5 in der deutschen Verkaufshitparade.
von 8 nach oben auf die 5, Let It Be von Ferry 8. Von 2 runter auf die 4, Mellon Kim mit Respectable. Unverändert auf der 3, Starship Nothing's Gonna Stop Us Now. Und von 4 nach oben auf die 2, vielleicht nächste Woche auf 1, La Isla Bonita von Madonna. Tja, das war's dann fast in der heutigen Ausgabe der deutschen Verkaufshitparade, ermittelt von Media Control, zu hören. Jeden Mittwoch nur auf SR1 Europa Welle Saar. Die Top 75. Unser Kraftpaket morgen um 18.10 Uhr. Wie gewohnt, 8 brandneue Platten im Angebot. Die neue von Depeche Mode wird morgen vorgestellt. Ist auch dabei in unserem Hit-Tipp. Und ab 19.05 Uhr dann unser Hit-Container mit den Superhits im Dreierpack. Uns fehlt noch die 1 und die kommt, wie auch letzte Woche, von John Farnham, heißt You're the Voice. Und damit tschüss und bye bye bis morgen vom Wolfgang Hillmann.